Und für die Verleihung eines solchen Preises braucht man natürlich eine hochkarätige Jury. Deswegen kann ich im Namen der Robert-Bosch-Stiftung sagen, toll, dass diese Personen, die ich jetzt nennen möchte, auch hier sind. Allen voran der Vorsitzende der Jury, der kennt sich mit Preisverleihungen aus. Er bekam sicherlich die größte Auszeichnung für einen Wissenschaftler im Bereich Medizin, der Nobelpreisträger Professor Erwin Neher. Herzlich willkommen. Jemand, der uns allen das Leben leichter machte mit seiner Erfindung, jedenfalls allen, die gerne Musik mögen und diese auch gerne mal weitertragen, der Miterfinder des MP3-Formats vom Fraunhofer Institut, Professor Karl-Heinz Brandenburg. Herzlich willkommen. Der unsere Welt schon mal gesehen hat aus seiner Perspektive, ich glaube, das kann ich sagen, sonst keiner von uns, der ehemalige Astronaut und Professor an der Universität in Stuttgart. Herzlich willkommen, Professor Ernst Messerschmidt. Herzlich willkommen. Die Preisverleihungsschule trifft Wissenschaft, der Hauptpreis mit 50.000 Euro dotiert, zwei zweite Preise mit jeweils 20.000. Ich sehe schon den einen oder anderen Lehrer, der überlegt, wie viele Mikroskope kann ich davon kaufen. Um ein bisschen mehr darüber zu erfahren, möchte ich jetzt zwei Personen auf die Bühne bitten, die uns dazu was sagen können. Zum einen die Geschäftsführerin der Robert-Bosch-Stiftung, Frau Dr. Ingrid Hamm, und den Vorsitzenden der Jury, Herr Professor Neher. Kommen Sie doch mal zu mir. Hier reinschauen ins Publikum, sind Sie erstmal stolz, dass so viele gekommen sind? Absolut. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Das sind ja nur 10 Projekte, die hier vertreten sind. Wir haben 150 zurzeit solcher Kooperationen zwischen Wissenschaft und Schule und wir sind sehr stolz, dass es so viele sind inzwischen. Ich hätte Sie auch sagen können, wir schreiben einfach einen Schülerpreis aus für aufgeweckte Schüler, die gerne forschen. Nein, Sie haben gesagt, wir wollen diese Teamarbeit, wir wollen diese Zusammenarbeit zwischen Schülern und Lehrern und eben den Männern und Frauen aus der Praxis. Warum dieser Fokus? Weil es der Königsweg ist. Nur so wird Forschung echt, nur so wird Wissenschaft etwas, was ich wirklich anfassen kann. Und das ist es, was motiviert, das ist es, was die Schüler dann auch wirklich genießen, viel besser als das simulierte im Unterricht. Und deswegen sind wir überzeugt, die Wissenschaft trifft die Schule trifft die Wissenschaft und dann fällt es. Die Wissenschaft trifft die Schule. Sie, Herr Professor Neher, traf die schwierige Entscheidung mit Ihren Kollegen aus der Jury, aus diesen vielen Einsendungen zu entscheiden, wer denn tatsächlich für die drei Preise in Frage kommt. Wie schwer war das? Ja, das war nicht einfach, weil Sie können sich vorstellen, es waren sehr viele gute Bewerbungen, sehr gute Projekte. Wir haben uns die eingegangenen Vorschläge nach verschiedenen Gesichtspunkten angeguckt. Vor allem haben wir darauf geachtet, dass, wie Frau Hamm eben schon erwähnt hat, es sich um originelle Fragestellungen handelt, wo also Schüler wirklich selbstständig zusammen mit Lehrern Fragen entwickeln, Hypothesen aufstellen, Lösungsansätze durchspielen und schließlich dann hoffentlich auch Antworten finden. Wir haben uns angesehen, wie die Lehrer eingebunden sind, denn die Lehrer sollen ja für Nachhaltigkeit sorgen und die Inhalte dann auch in die Schule einbringen. Wir haben nachgesehen, wie die Wissenschaftler eingebunden sind, denn der Kontakt mit der Wissenschaft ist ja das Wesentliche. Die Schüler, mir ging es vor allem um die Frage, bietet ein Projekt die Aussicht, dass wirklich Neues ein Projekt rauskommen kann. Dass ein Schüler oder derjenige, der das Projekt macht, den Eindruck gewinnt, jetzt habe ich etwas gesehen oder eine Frage beantwortet, die noch niemand vor mir beantwortet hat. Und
dieses Gefühl rüberkommt, ich glaube, das motiviert dann für weiteres Nachforschen und macht schließlich dann einen Forscher. Erstmal vielen Dank an Sie beide, das ist Ihr Applaus und wir freuen uns natürlich. Damit dieses Thema auch auf der politischen Agenda ganz oben steht, hat sich die Bundesbildungsministerin, Frau Dr. Annette Schavan, als Schirmherrin angeboten, das Ganze übernommen. Und auch sie möchte sich nochmal bei allen bedanken, die hier beteiligt sind an diesem Projekt Schule trifft Wissenschaft. Meine Damen und Herren, Neugier ist der Ursprung von Forschung und wissenschaftlicher Erkenntnis. Der Förderpreis Schule trifft Wissenschaft weckt diese Neugierde auf Naturwissenschaft und Technik schon bei Schülerinnen und Schülern. Mit dem Preis zeichnet die Robert-Bosch-Stiftung das gemeinsame Engagement von Lehrern und Wissenschaftlern aus, die dabei besonders innovative Wege gehen. Die Projekte, die heute ausgezeichnet werden, sind Expeditionen in einem ganz besonderen Sinn. Für sie hat sich jeweils ein Expeditionsteam eigener Art zusammengefunden. Forscher und Lehrer machen sich gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern auf die Reise in die Welt der Wissenschaft. Saarbrücken, Universität des Saarlandes, Saarland und die 7 Laborhochschulen. Schülerpraktikum im Schülerlabor. 7 solcher Labore haben sich zum Verbund Saarlab zusammengeschlossen. Mit den Praktika dort leistet die Universität einen Beitrag zur naturwissenschaftlich-technischen Breitenförderung. Die Hochschule nutzt die Labore außerdem für fachdidaktische und empirische Bildungsforschung. Einmal pro Jahr organisieren die Labore ein einwöchiges Wissenschaftscamp für die Schüler, die 7 Labore-Touren. Dabei werden sich in Saarbrücken künftig alle Labore einem Hauptthema widmen. Für die Schüler bedeutet das interdisziplinäres Lernen unter wissenschaftlicher Anleitung. Jetzt der erste von 2 zweiten Plätzen und dazu bitte ich den Laudator auf die Bühne. Er ist der Miterfinder des MP3-Formats, Professor Karl-Heinz Brandenburg. Herzlich willkommen. So, dann bitte ich Sie um die erste Laudatio. Also, der erste von 2 zweiten Preisen wird jetzt vergeben bei Schule trifft Wissenschaft. Bitte schön. Ja. Jetzt wird es spannend. In meiner Schulzeit gab es solche Aktionen zwischen Schule und Wissenschaft noch nicht, leider. Ich war damals Elektronikbastler vor der PC-Zeit, habe mich in der Jugendarbeit engagiert und in der Schule Latein und Griechisch gelernt. Sowas nennt man heute Interdisziplinarität. Und Interdisziplinarität zeichnet auch das erste ausgezeichnete Projekt aus. Einer der Preise Schule trifft Wissenschaft 2009 geht an die Universität des Saarlands als Initiator des Projekts Saarlab und die 7 Labore-Tour. Phytosensorik. Die Schüler lernen in diesem Projekt fundamentale biologische Prozesse kennen. Sie schulen ihre Sinne für den naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess und lernen die Methoden der Naturwissenschaften kennen am konkreten Objekt. Erforscht wird der Tast- und Geschmackssinn der Venusfliegenfalle. Wissenschaftler der Universität Würzburg haben den Lehrern geholfen, ein passendes Labor an der Schule einzurichten. Komplexeres wird an der Uni erforscht.
Von den Wissenschaftlern und den Lehrern werden die Schüler in Würzburg begleitet. Bevor Sie gleich die Laudatio verlesen, auch an Sie ein paar Fragen. Wie ist das? Sie schauen von oben auf die Erde herab, danach landen Sie wieder. Ist das Leben dann noch genauso wie vorher? Man ist etwas entspannter. Wenn man vorher auf 2000 Tonnen Sprengstoff gesessen hat, die 8 Minuten leer geflogen werden, mit einem nicht vernachlässigbaren Risiko, no risk, no fun, könnte man sagen, aber so war es nicht. Wir haben riskante Experimente gemacht. Zum ersten Mal versucht, im Weltraum herauszufinden, in welcher Weise die Schwerkraft bestimmte Prozesse beeinflusst, die wir alle kennen, in der Technik, der Verbrennungstechnik, in der Biologie, in der Medizin. Und das war das eigentlich Spannende. Und dafür haben wir natürlich dann diese Risiken in Kauf genommen. Jetzt jährt sich gerade die Mondlandung zum 40. Mal. Warum hat man es jetzt nicht mehr versucht, da auf dem Mond zu landen und vielleicht auch eine Flagge da aufzustellen, vielleicht eine deutsche? Nun, das war ein politisch-technisches Wettrennen damals. Die Wissenschaft kam vielleicht an dritter Stelle, obwohl wir haben auch sehr viel gelernt durch die Apollo-Mission. Und es war eine enorme Kraftanstrengung. Und die Frage ist natürlich, brauchen wir den Menschen vor Ort, solange wir auch mit Robotern dahin fliegen können. Jetzt sieht es wieder anders aus. Jetzt haben wir sehr vieles dazugelernt, gerade über robotische Einsatztechnik. Und die Amerikaner wollen ja zurückfliegen zum Mond bis zum Jahre 2020. Wir, auch von der Europäischen Weltraumorganisation und die Universitäten angeschlossen, überlegen uns, wie wir uns daran beteiligen, um dann vielleicht auch den nächsten Schritt weiter hinauszuwagen, etwa diese Teleskope zu reparieren, die wir auch diese Woche gestartet hatten, Herschel und Planck, denn die sollen ja ebenso lange wie Hubble funktionieren. Und dann beginnt die weite Reise über Asteroiden oder Kometen hinaus zum Mars als ultimatives Ziel in den nächsten 50 Jahren. Oh, das ist eine Ansage, ja. Jetzt sind ja viele Schüler hier im Publikum, die vielleicht auch überlegen, Mensch, was kann ich denn mal machen? Jetzt steht da ein Astronaut, das klingt erstmal super. Wussten Sie als Schüler, dass Sie irgendwann mal ins All geschossen werden? Nein, für mich waren das Testpiloten, so etwa meine Größe, eher kleiner, kurz geschoren, mit texanischem Akzent. Wir haben uns das nicht ausgerechnet in Europa, dass wir da relativ frühzeitig mitmischen können. Aber glücklicherweise nach diesen erfolgreichen Apollo-Missionen hatte sich dann die damalige Bundesregierung entschlossen, bei diesen Unternehmungen auch mitzumachen. Denn Fliegen und insbesondere Raumfahrt und Erkundung neuer Räume, auch für die Wissenschaft, ist natürlich ein Teil der Neugier, die wir da befriedigen können, zu erkunden. Erst wenn wir Neuland betreten, stellen sich doch die interessanten Fragen, wo wir herkommen, wo wir hingehen, was heute ist und wo Gefahren drohen. Und mit diesen Fragen dann ergeben sich dann auch Probleme oder Dinge, die wir nicht erklären können. Und dann erst beginnt Wissenschaft. Und die ist dann interessant, wenn man auf Überraschungen stößt. Und dort ist vor allem der Mensch gefordert bei Feldstudien. Im Gegensatz zum Messautomat, zum Spektrometer oder zum Roboter, die können im Grunde genommen nur die Dinge erkunden, die man in der Regel erwartet. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, es gibt noch genügend zu erforschen im All. Vielen Dank erstmal für diese interessante Einführung in Richtung Astronautik. Jetzt bitte ich Sie natürlich, die Laudatio zu verlesen für den zweiten von zwei zweiten Plätzen Schule trifft Wissenschaft. Ja, das Thema heißt Phytosensorik und ausgezeichnet werden zwei Gymnasien, Friedrich-König-Gymnasium Würzburg und Johann-Schöner-Gymnasium in Karlstadt. Bei meiner Weltraummission war das Spannende an sich, dass ich Experimente durchführen konnte auf einer Reihe von Gebieten. Nicht nur in dem, was ich studiert hatte, Physik, sondern auch Medizin und Biologie. Und bei der Biologie ging es um die Frage,
was ändert sich bei Wachstumsprozessen oder allgemeinem Verhalten von Pflanzen, wenn die Schwerkraft plötzlich nicht mehr wirkt. Deswegen fand ich eigentlich diese biologischen Experimente sehr interessant, gerade wenn man eine ausgefeilte Messtechnik hatte und auch quantitative Ergebnisse erwirtschaften konnte. Deswegen freut mich es besonders, dass ich von der Bosch-Stiftung auf ein solches spannendes Projekt angesetzt worden bin. In diesem Projekt erforschten und erforschen Schüler den Tast- und Geschmackssinn der Venusfliegenfalle Dionai muscipula. Und das ist möglich, dann im Rahmen dieses Projektes, gefördert durch die Bosch-Stiftung, zwischen dem Friedrich-König-Gymnasium und dem Gymnasium in Karlstadt und vor allem auch durch die Unterstützung des Lehrstuhls für molekulare Pflanzentechnologie und Biophysik der Universität Würzburg. Unter Anleitung von erfahrenen Wissenschaftlern mit Unterstützung ihrer Lehrer erleben die Schüler der Klasse 7 bis 12 unmittelbar, wie Forschung funktioniert, wie man auf Fragen kommt, Hypothesen erstellt und dann misst und dann die eine Hypothese bestätigt wird und die andere vielleicht nicht. Sie bearbeiten dann authentische Forschungsfragen, also die Fragen, die sich tatsächlich der Wissenschaftler heute stellen, wobei das Besondere darin liegt, dass sie selbst eben experimentieren mit allem Drum und Dran. Das heißt, man muss dann auch seine eigenen taktilen Fähigkeiten dann erproben und einsetzen, gerade bei diesem Pflanzenphysiologie-Experiment. Wir haben das gesehen, diese feinen Drähte und diese kleinen Dimensionen, das erfordert schon Geschicklichkeit. Das Projekt schafft es auf diese Weise, Schüler für die Naturwissenschaften zu begeistern. Die jungen Forscher nehmen aktiv an allen Schritten des naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozesses teil und lernen dabei auch die verschiedenen Methoden der Naturwissenschaften kennen. Das Projekt Phytosensorik, so der Ehrungstenor, ist ein besonders gelungenes Beispiel für eine Kooperation, die aus der Schule heraus entstanden ist. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Wissenschaftlern und Schülern ist eng und offensichtlich sehr intensiv und auch ergebnisorientiert. Darüber hinaus wird Teamarbeit zwischen den Schülern gefördert. Sie bearbeiten Teilprojekte, gerade zu den Themen Tastsinn, dann Geschmack, offensichtlich braucht diese Pflanze auch einen Geschmackssinn, um das, was sie gefangen hatte, zu verarbeiten, wie ich gerade vorhin gelernt habe. Und sie finden dann auch diese Experimente in der Schule statt mit einem gut ausgestatteten Schülerlabor im Friedrich-König-Gymnasium. So wird den Schülern ein regelmäßiges und unkompliziertes Forschen ermöglicht. Für komplexere Experimente aber geht es an die Universität, was wiederum dann natürlich seinen eigenen Reiz hat. Kommen Sie bitte auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch an das Würzburger-Projekt Phytosensorik. Und auch ihr bekommt die Urkunde. Kommen Sie alle ein Stück nach vorne. Einen kleinen Halbkreis. Schön groß heißt es da. Das hören Sie nicht zum ersten Mal, oder? Tja, so ist das, wenn man einen Preis gewinnt, dann steht man da, muss sein schönstes Lächeln aufsetzen. Aber wie wir alle sehen, klappt das ja super. Sich aber auch nicht zufrieden, die Kollegin. Vielen Dank. So, jetzt muss ich aber ein bisschen was fragen. Ich fange mal hier drüben an, bei Julian. Ich habe eben gehört, es ging um das Taktile. Man muss berühren. Darf ich mal deine Hände sehen? War das irgendwie gefährlich, wenn man mit einer fleischfressenden Pflanze zu tun hat? Nein, es ist ja nicht so, dass der dann auffrisst. Also ich meine, das sehe ich. Ja so klein, dann passiert da nichts. Nee, also man muss natürlich schon ein bisschen schauen, dass man ein bisschen Feingefühl hat, damit man das alles machen kann. Ich meine, wir haben die Pflanzen dann auch gefüttert. Womit? Mit kleinen Tierchen. Wie klein? Ist ein Meerschweinchen zu groß? Ja, ein bisschen, ja.
Ich glaube, da ist die Pflanze kaputt, danach dann brauchen wir sie nicht mehr zu füttern. Nee, so kleine Insekten halt zum Beispiel. Mit Pinzetten oder verschiedenen Möglichkeiten gibt es da dann hier. Mit wie viel fleischfressenden Pflanzen hattet ihr es da zu tun, Zeynep? Rutsch mal ein Stück. So. Richtig ausgesprochen, dankeschön. Ja, mit etlichen, vor allem eben mit dieser Venusfliegenfalle, die sie dann auch später dann an unserer Wand dann auf dem Tisch betrachten können. Und genau, das darf ich gleich einschieben. Alle Projekte stellen sich natürlich nachher nochmal davor. Wenn Sie sich mal kurz leicht umdrehen, ohne sich den Nacken zu verdrehen, dann sehen Sie da ganz, ganz viele Plakate. Da ist natürlich auch die Venusfliegenfalle mit dabei. Aber ich habe dich unterbrochen. Nee, ja, genau. Und also ich speziell habe mich dann mit der Venusfliegenfalle dann auseinandergesetzt, weil ich das dann auch in meine Facharbeit damit einbeziehen will. Und ja, genau, habe dann hauptsächlich darüber recherchiert und experimentiert. Seid ihr jetzt alle Hobbygärtner geworden? Also habt ihr jetzt im Garten Venusfliegenfallen, die ihr anbaut? Also noch habe ich mir keine besorgt, aber nach dem Vortrag nehme ich die, die da hinten stehen, mit nach Hause. Okay. Sie sind die Wissenschaftlerin. Wie war die Zusammenarbeit mit den großen Lehrern und mit den kleineren Schülern? Naja, die Kooperation zwischen der Universität und der Arbeitsgruppe und den beiden Schulen besteht schon seit langem. Da findet immer ein reger Austausch statt und das ist eigentlich immer eine sehr fruchtbare Geschichte. Die Schüler sind sehr begeistert und natürlich im Experimentellen lassen sich die Naturwissenschaften natürlich am besten erfahren. Das ist klar, da ist es eine Begeisterung. Ist an so einer Pflanze nicht schon alles erforscht? Ich meine, das hat man doch schon vor Jahrhunderten gemacht. Nee, also es gibt noch ganz viele Fragen, die völlig offen sind. Es ist noch überhaupt nicht vollständig verstanden, beispielsweise, wie das, die Berührung des Insekts in der Falle tatsächlich dazu führt, dass sich die Falle schließt, dass die Verdauungssekrete sezerniert werden und wie dann letzten Endes die Verdauung stattfinden kann. Also das sind alles Fragen, die von den Schülern noch gut beantwortet werden können und das ist eben auch das, was wir in dem Projekt planen. Das sind wirklich Fragen aus dem Leben. Herr Christian Dorweil, kommen Sie ein Stück nach vorne, auch wenn Sie so groß sind. Was machen Sie mit den 20.000 Euro? Ja, die werden natürlich in dieses Projekt investieren. Kaufen neue Pflanzen oder was passiert? Ja, natürlich Laborgeräte und Enzyme, Chemikalien und wir werden natürlich in diese Forschung investieren. Wie war das für Sie? Mussten Sie die Schüler wirklich motivieren, damit zu machen oder haben Sie einmal gesagt, es gibt dieses Projekt, bewerbt euch alle und die biefen Ihnen die Bude ein? Also es war eher so, wie Sie gesagt haben, also die Schüler sind so motiviert, dass wir es also kaum bewältigen, dann die ganzen Arbeiten auch wirklich durchzuführen. Und das Projekt findet auch eine Fortsetzung? Natürlich, das Projekt ist ja auch auf Jahre angelegt. Wir werden da einiges an Arbeit haben. Das ist jetzt im ersten Jahr. Und dann werden wir noch 2-3 Jahre auf jeden Fall dran forschen, bis wir das rausgefunden haben, was wir wollten. Na, vielen Dank schon mal an Sie. Zeynep, du kannst mir gerade noch mal helfen. Was steht hier? Berge, ganz richtig. Die haben Sie eben auch alle schon mal gehört. Das ist nämlich unsere Band. Die kommt jetzt gleich wieder auf die Bühne von links. Ich bedanke mich erstmal bei euch, bei Ihnen, dass Sie hier waren. Und Glückwunsch nochmal zum zweiten Preis. Alle nochmal kurz. Braucht ihr noch ein bisschen Zeit, bis da alle eingesteckt sind und so weiter? Ich glaube, er braucht noch 2 Minuten. Du musst dich ja nicht verkabeln, du kannst ja einfach singen. Heidelberg, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberger Life Science Lab. Tiefe Einblicke gewinnen Mittel- und Oberstufenschüler im Life Science Lab. Hier wird die Freude am Entdecken gefördert nach Schulschluss. Bis zu 4 Jahre lang engagieren sich die Schüler in Arbeitsgruppen zu selbstgewählten Life Science Themen, angeleitet von Wissenschaftlern, Lehrern oder Studenten. Vorlesungen für alle Heidelberger Schüler flankieren die Arbeit im Labor. Die Schüler übernehmen Eigenverantwortung und arbeiten im wissenschaftlichen Team konstruktiv zusammen. Internationale Ferienakademien ergänzen das Angebot des DKFZ. Hier heute vergeben wird nämlich der Hauptpreis mit 50.000 Euro dotiert, gestiftet von der Robert-Bosch-Stiftung. Auf
dazu bitte ich einen Laudator auf die Bühne. Er ist der Vorsitzende der Jury, der eben die Qual der Wahl hatte, unter diesen 70 Einsendungen zunächst mal 10 Projekte zu nominieren und davon noch zu sagen, Mensch, dieses eine Projekt, das hat uns ganz besonders beeindruckt, das ist nachhaltig, da wurden Schülerinnen und Schüler für die Wissenschaft begeistert. Tja, und jetzt werden wir erfahren, wer das tatsächlich ist, von einem Mann, der sich mit Preisverleihungen auskennt. Er gehört zu den prominentesten Wissenschaftlern in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Professor Erwin Neher. Das stimmt doch, Sie kennen sich doch gut aus mit Preisverleihung. Was ist das für ein Gefühl, wenn man ganz oben steht und den Preis bekommt? Ist ja heute jetzt nicht so, Sie müssen ihn ja vergeben. Ist ein gutes Gefühl. Ja. Wie war das, als Sie erfahren haben, Sie bekommen den Nobelpreis? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren Sie in der Vorlesung oder waren Sie zu Hause? Nee, ich saß an meinem Schreibtisch im Labor. Und das, ja, das ist schon ein kleiner Schock, nicht wahr? Positiv. Schock in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist man natürlich schon beeindruckt, man hat sich geehrt, die Anerkennung. Andererseits realisiert man natürlich sofort, dass man einiges auf einen Zug hat. Was denn? Ja, ich hatte mir vorgenommen, es ist ja immer an einem Montagvormittag, dass die Anrufe von Stockholm ausgehen. Ich hatte mir für die Woche vorgenommen, um endlich mal die Daten zu analysieren, die ich zusammen mit den Kollegen das Jahr vorher schon aufgenommen hatte. Und damit war natürlich Schluss. Das hat ein weiteres halbes Jahr gedauert, bis ich mich wieder hinsetzen konnte und wirklich das machen konnte, was ich nun vorhatte an dem Montag. Vorhatte zu beginnen an dem Montag. Einkaufen, Essen machen. So, ein guter Forscher braucht wahrscheinlich auch viel Geduld. Die ist uns allen jetzt aber ein bisschen abhandengekommen, denn wir wollen wissen, wer hat denn den Hauptpreis gewonnen? Wer bekommt den Hauptpreis? Sie werden es jetzt uns allen erzählen. Ja, jetzt wird's spannend. Den Hauptpreis Schule trifft Wissenschaft 2009 erhält das Heidelberger Life Science Lab am Deutschen Kernforschungszentrum. Nochmal Glückwunsch an dieses Projekt, an das Heidelberger Life Science Lab. Euch viel Erfolg noch beim Abi. Und das ist nochmal euer Applaus. Und ich möchte jetzt alle Gewinner heute nochmal diese Gruppe schnell haben. Ja, ich sag schon mal, dass danach bitte alle, die heute was gewonnen haben, eben auch die zwei zweiten Plätze nochmal nach vorne kommen, damit wir nochmal ein schönes, großes Gruppenfoto machen können. Ich glaube, wir können das Ganze nochmal mit einem Applaus unterstützen. Also, die Gewinner. Sicherheitshalber noch eins. Okay, können Sie die Kamera okay. Dann noch mal kurz anmachen? Die läuft noch. Ah, okay. Da wäre jetzt hier gerade ausgecheckt. Ja. Ich habe die Aufgabe von Herrn Seehofer, mich recht herzlich in seinem Namen für dieses Projekt zu bedanken. Und Herr Seehofer lässt stellvertretend für die Schule Herrn Lohrein für die Universität Frau Kreuzer, früher Fuchs, seit ich mir die Schrift überbringe. Herzlichen Glückwunsch.